Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir befinden uns gerade auf dem Schlachtfeld vor der Burg und wollen jetzt einfach mal ganz chillig dahin gehen, weil hier keine Feinde sind. Wahrscheinlich ist da hinten der übelste Kampf am Start und wir chillen hier schon seit Stunden. Und oh, die haben sogar daran gedacht, da eine Mauer hinzubauen, obwohl da sowieso keine Sau lang läuft. Hauptsache, man hat eine Mauer. So, was haben wir denn da hinten? Komische Gebäude, da gucken wir doch mal nach. Oh. Ach, als ich das Ding abfeuern wollte, hat es nicht funktioniert, oder was? Egal, wir wollten ja eigentlich unseren Bogen ausrüsten, der eigentlich komplett leer ist. Vielleicht sollten wir das mal wieder machen. Da geht so schnell leer, ne? Der geht einfach so schnell leer. Im kommen noch Seelen. Was ist eigentlich mit Azuras Stern? Wo ist Azuras Stern? Das frage ich mich jetzt gerade mal. Habe ich Azuras Stern zurückgelassen? Oh, ich habe Azuras Stern zurückgelassen. Oh. Das merke ich erst jetzt nach 50 Folgen. Na gut, irgendwann holen wir Azuras Stern wieder zurück. Aber erstmal laufen wir hier rum und gucken uns die Häuser an, die nicht betretbar sind. Schade. Wie viel ist in dieser Mod? Aber gut. Was soll's? Oh. Hallöchen da oben. Wieso kämpfst du nicht? Ach, sobald ich mein Pfeil abgefeuert habe, ne, hat er mich gesehen. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Ja, komm. So, erstmal schön geschwächt. Und dann immer schön in den Kopf. Was zum Teufel? Jetzt explodiere ich wieder. Jetzt hatten wir schon mal, dass ich irgendwie angefangen habe zu explodieren. Au. Oder irgendjemand schießt auf mich. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt auf mich zu schlagen, das tut weh. Kann das sein, dass die Katapulte auf mich feuern, weil hier so ein Typ ist? Ist das möglich? Davon wirst du dich nicht erholen, mein Freund. Sobald du einmal auf dem Boden gelegen hast, kommst du nie wieder hoch. Nur als Geist. So. Was zum... Ich erschrecke mich jedes Mal. Ist schon immer eine Blutlache entstanden, wenn wir jemanden getötet haben? Tatsächlich. So, explodiere ich einfach nur von alleine oder schießt hier wirklich irgendwas auf mich? Hä? Oder kommt das von... Wieso explodiere ich? Was ist hier los? Hä? Oder hat hier jemand Explosionspfeile? Gibt es Explosionspfeile in dieser Mod? Ist das vielleicht der Grund, warum ich hier ständig explodiere? Was glaubt ihr? Warum explodiere ich ständig? Weil das ist ja wohl eindeutig, wie. Genau das passiert mir auch immer die ganze Zeit. Und wo sind all meine Leute hin? Alter Schwede. Okay, wir werden zwischenzeitlich mal abspeichern. Das ist mir sonst ein bisschen zu blöd. Ich hab gelernt, Freunde. Hoho, ich hab gelernt. Ich hab nur einmal um die Ecke geguckt. Gibt's hier nicht einen Schleichweg? Müssen wir echt durch das Haupttor? Ich will das gar nicht. Jetzt kommt auch noch raus. Ist klar. Ist klar. Verzieh dich doch mal. Ei. Warum explodiere ich? Okay, gut. Da wurde ich getroffen. Aber ich explodiere doch die ganze Zeit, das ist das Seltsame daran. Nein. Sind wir schon zu zweit. Aber ich habe einen getroffen. Die feuern direkt auf mich, meine eigenen Kollegen feuern direkt auf mich. Ich muss die Jungs hier loswerden, ey, das geht gar nicht. Die machen so krass Schaden. Ja, ist. Oh Gott. Komm mal, du brennst. Kann ich mal aufhören, auf mich zu feuern? Das wäre echt verdammt nett. Verstehe ich, warum die auf mich feuern. Ich muss nur um die Ecke gucken und die kommen gleich angescheißert, ne? Ja, fall um. Wieso bist du da nicht runtergefallen? Ha! Das war Nummer 1, jetzt fällt er auch noch runter, ne? Ist ein bisschen spät. Hallöchen? Bist du ihn? Oh, diese dämlichen Katapulte, ne? Hä?
Was zum... Was macht der da? Ist der verwirrt? Sucht er nach mir? Ach du Scheiße, guck doch mal auf die Map. Ich glaube, die kämpfen da hinten, kann das sein? Da kommen wir nicht hin. Okay, wir schleichen uns hier jetzt mal durch die Gegend. Einfach nur sicherheitshalber. Ja, die kämpfen hier. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, sofort wieder auf mich, ist klar. Was zum Teufel habe ich euch getan? Ich bin hier nicht euer Feind. Steht doch hier nur hier rum und macht Urlaub. Oh Gott. Ich habe bald keine Tränke mehr, ne? Einfach bald keine Tränke mehr. Oh, da liegt eine Leiche. Achso, das war der, den wir runtergefeuert haben. Ha. Okay, wir müssen den Bogenschützen ausschalten. Toll, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt sind wir schon zu dritt. Viert. Einfach weglaufen. Ich erkenne hier kaum noch was, wenn da irgendwas explodiert, ne? Okay, der ist schon mal umgefallen. Perfekt. Oh, kommt der nächste angeschissen, ey. Nein, was? Ja, super. Du warst doch wohl gar kein Bogenschütze. Oh, oh. Ist doch mal gut. Wie mit ihren krassen Schaden, ne? Er hat mich verfehlt. Er hat mich einfach verfehlt. Der Typ allerdings nicht. Wie soll man hier irgendetwas erkennen? Und wieso kommt mir keiner zu Hilfe? Ich drehe hier noch durch. Oh Gott. Okay. Okay. So, Drachenform. Es reicht einfach. Jetzt sind hier schon wieder drei, die vermehren sich. Er wäre im Zickzack laufen, wenn er schießen will. Jawohl. Wir müssen aufpassen, wenn zwei Stück gleichzeitig auf uns schießen, sind wir definitiv tot. Deswegen immer in Bewegung bleiben. Kennt man schon von Halo. Halo bin ich auch mal in Bewegung, wenn ich spiele. Ah. Und dann läuft er. Der läuft so richtig krass schnell, wenn er zielt, ne? Können wir uns schnell heilen? Stark Heilung. Radin! Du Arsch! Zerfetz dich in kleine tausend Stücke und du kriegst überhaupt keinen Schaden, das ist mir scheißegal. Blut, du Schwein! Irgendwer quatscht da hinten, ne? Wir sind noch die leichteste Möglichkeit, jemanden zu töten, allerdings gehen unsere Aufladungen flöten. Eine Händigkeit auf 31 verbessert, kleinen Moment. Einhändigkeit. Aber zwischenzeitlich mit einem Kampf mal eben die Skills verbessern. Einhändigkeit 31. 40! Ach komm, wir brauchen 40. Komm zurück! Wo willst du hin? So. Genugtuung! Genugtuung! Ja, da hinten fighten die noch. Wir gehen mal da hinten hin. War hier nicht noch irgendwo einer? Oder habe ich mich verzählt? Ach, gut. Jungs, ich glaube, das Gebäude ist kaputt. Ihr könnt aufhören, drauf zu zielen. Oh. What this? Oh, versperrt. Okay. Die haben da schon ein riesen Loch reingebombt. Die hört einfach nicht auf. Naja, man muss sagen, wenn sie dieses Gebäude anvisieren, machen die ja schon nicht schlecht. Allerdings, ja, ist es schon kaputt. Wie er einfach ausweicht, sobald ich schieße, ne? Okay, hier ist noch die übelste Fight am Start. Ja.
Bleib liegen, Kleiner. Bleib einfach liegen. Du bist sowieso tot. Du bist sowieso tot. Hey, was? Hör auf, dich zu drehen. Das verwirrt mich. So, jetzt ist wieder die Frage, wer ist Freund und wer ist Feind? Also, die mit den Schildern, da kenne ich noch ganz gut. Aber sobald jemand kein Schild mehr hat, ist das natürlich ein bisschen blöd. Zum Beispiel für einen Bogenschützen. Wie soll ich den treffen, ey? Halt, du bist Freund, ne? Du bist Feind. Du bist Feind. Oh Gott, ich bin fast tot. Ja. Mach es fertig, Kleiner. Aber Hauptsache, meine Freunde können nicht sterben. Das ist auch nicht schlecht. Alter, du bist Feind, ne? Warum verliere ich Schaden? Was ist der Grund dafür? Oder warum verliere ich Schaden? Warum kriege ich Schaden, meine ich? Schaden verlieren wäre echt cool. Ihr kleinen Miesen, echt mal. So, Schreie. Was haben wir denn noch so Schönes? Drachenruf. Den können wir nicht beschwören. Aha. Entwaffnen, Feueratem. Machen wir mal Feueratem, wieso nicht? So, brennet. Brennet, ihr Schweine. Wer trifft mich denn? Wollt ihr mich verarschen? Ach, da hinten. Weißt du, der Schreier so lange braucht zum Aufladen? Ich meine, so krass ist der jetzt auch nicht. Okay. Wir treffen ihn nicht. Was? Wer schießt mich jetzt schon wieder ab? Wer ist jetzt dieser? Oh. Wer? Du! Jetzt laufen wir mal zu ihm hin, ey. Er geht mir so auf den Sack, geht er mir. Ich hasse dich. Oh, da duckt er sich einfach. Diese scheiß MLG-Leute, ne? Ich hasse es, wenn Gegner sich ducken, wenn man einen Fight hat. Sah schon nicht schlecht aus, wie er dann gelaufen kam und einfach umgefallen ist. Alter, wie der durchdreht. Wie der einfach durchdreht. Komm her, Mann! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du mit deinem scheiß Pfeil und Bogen, ne? Ich kann mal nur so feige spielen mit dem Pfeil und Bogen. So. Du bist Feind, ne? Du hast ein seltsames Schwert, Kollege. Das gucken wir uns gleich mal an. Was ist das für ein Schwert? So, Even Great Bloodsword. Sieht schon nicht schlecht aus, muss man sagen. Ach, da kämpft jemand. So, brennt einfach beide. Oh, Kopfgeld? Wie? Ich bin hier mitten im Kampf. Wie ist es möglich, dass ich Kopfgeld bekomme? Voll. Muss ich auch noch ins Gefängnis dafür, dass ich sie rette, ne? Das ist unglaublich. Geh mal schön in den Kopf rein. Ja, wie gefällt dir das, Kleiner, hm? Wie gefällt dir das, wenn ich dich die ganze Zeit abschieße? Ist nicht so ein tolles Gefühl, ne? Ist nicht so ein tolles Gefühl. Ja, ganz genau. Ich bin dein Feind. Ich bin dein Feind. Na, hier brennt's wieder. Oh, die können doch sterben. Wie, du hast 20 Jagdbögen dabei? Wieso? Wieso sollte man 20 Jagdbögen dabei haben? Ich meine, zwei kann ich noch verstehen. Einer kann kaputt gehen, aber 20? Komm, wir laufen hier vorbei. Wir müssen nicht kämpfen. Unsere Jungs kämpfen schon. Ah! Keine Bogenschützen. Ach, du Heilige! Warte, können wir schreien? Wir können nicht schreien, das wäre so episch hier reinzuschreien. Ich glaube, das sind alle meine Kollegen, ne? Okay, dann wäre es auch nicht so episch reinzuschreien. Wo sollen wir hin?
sollen irgendwie da hoch, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Typ das extra so programmiert hat, dass die Katapulte auf mich feuern, damit es epischer aussieht. Ständig bekomme ich irgendwie so ein scheiß Ding ab. Da, schon wieder. Die zielen doch mit Absicht auf mich. Hoch, Pferde. Wie geil ist das denn? Hallo. Da kommen einfach Pferde rausgerannt und kämpfen. Und ich komme mit meinem Pferd nicht vorbei. Ah. Was bist du denn für einer? Stehlen. Ah, das gehört wahrscheinlich dem Big Boss. So, wir gehen hier einfach rein. Kein Bock, gegen die 1000 Bogenschützen draußen anzukämpfen. Oh. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich glaube, ihr seht mich wirklich nicht. Okay. Wir sollen irgendwie hierher kommen. Wahrscheinlich, wenn der Kampf vorbei ist, ne? Theoretisch. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir eintreffen. Wehrt er sich? Er wehrt sich. Aber ganz alleine. Oder auch nicht. Aber die suchen nach mir. Die wissen nicht, wo ich bin. Nur der eine weiß, wo ich bin. Hä? Wieso weiß... Okay, der eine weiß, wo ich bin, die anderen suchen mich. Okay. Nö, der wehrt sich nicht mal. Aber finde ich gut. Ich hab das Skript kaputt gemacht. Das heißt, theoretisch hätten wir hier mit den dicken Leuten von unserem Dorf kommen müssen. Und hier wäre wahrscheinlich so ein kleines Gespräch gewesen. Stattdessen töten wir einfach mal die Elitewachen und dann führen wir das Gespräch durch. Das ist eine gute Idee, Zero. Wir schauen uns hier erstmal um. Irgendwann kommen die Jungs nämlich von alleine. Die machen einfach nichts. Huch. Oh, es ist soweit. Was macht er da? Hallo? Hallo? Ich kann nichts tun. Ich bin gefangen im Skript. Okay, kleinen Moment, Freunde. Auch nicht verlassen. Nein, nicht verlassen. Spiel laden. Ich glaube, wir hätten die nicht umbringen dürfen. Aber wir können bestimmt warten, ne? Wir können warten, ja. Wir warten einfach mal 12 Stunden dann oder 24 Stunden. Da werden unsere Kollegen doch langsam mal mit dem Kampf vorbei sein, oder? Dann müssten die doch langsam hier antanzen. Weil wir geben dem 24 Stunden Zeit. Und wir wissen, so eine Kämpfe dauern halt verdammt lange, weil die keinen Schaden machen. Daher müsste das doch funktionieren. You're too late. I'm off to get the heart now. How did you find out where it was? Oh, well, you helped me out with that one. When I took your wife and kid, I was going to interrogate them to find out. However, on my way there, I got word that you had flocked in to save them. How heroic. With you and your... little clan gone out of town, it was easy enough for my thieves to sneak in and get that book. You didn't know where it was until then? Not until you were all kind enough to show me. Now, if you'll excuse me, I really must be going. Ich hab's doch gesagt. Aber hört jemand auf mich? Nein, wieso auch? Brennet! Ich hab den
überall schon getroffen. Oh mein Gott. Das ist hier überall Feuer, ne? Na toll, jetzt kämpfe ich alleine gegen die. Jungs, wo seid ihr? Hilfe! Kann ich zurück? Shit. Das ist ein viel zu enger Raum. Kannst du mir nicht erzählen. Kann ich einfach hier lang laufen? Ah, es geht. Ihr habt zu viel Leben, Jungs. Das ist nicht in Ordnung. Und der Typ hat einfach zu wenig Leben, mein Kollege. Ich will doch nur den am Boden treffen. Mann, lass mich in Ruhe. Okay, starke Heilung. Ich will nicht so viele Heiltränke verschwenden. Wir haben nicht bald keine mehr. Huch, nein. Erstmal ins Gesicht schlagen. Natürlich aus Versehen nur. Er hat abgewehrt. Ich fasse es nicht. Und wo sind die anderen? So bin ich hier alleine. Um Gottes Willen. Lasst mich doch. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht weglaufen. Nein. Nein. Okay. Aber ich warte. Wir müssen da gar nicht drauf drücken, ne? Wir machen einfach mal den hier. Okay. Wo ist mein Kollege? Ach, komm, jetzt. Okay, wir haben gleich vielleicht ein weniger. Ne, haben wir nicht. Doch, einer ist gleich weg. Einer ist gleich weg. Ja, einer ist weg. Kann ich nicht meinen Freund noch zusätzlich heilen? Wenn ich Mana hätte, könnte ich es. Wenn ich Mana hätte, könnte ich es. Komm, ich heile dich, Kollege. Ja, hab ihn geheilt. Toll, jetzt habe ich gar nichts mehr. Kein Mana. Heiltränke hab ich noch am Start. Und das war's. Ach, fuck. Nein, okay. Warum? Ich weiß es nicht. Nein, ich hab doch gar... Oh, ich hab doch die Schnelltaste gedrückt. Okay, Freunde, folgendes. Wir werden jetzt hier eine kleine Pause anlegen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann werden wir sie mal richtig kaputt machen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.